Frei sein heißt die Figur, die Safronow uns hier zeigt, eine junge Frau, die leicht die Füße anhebt, als wollte sie fliegen, die Arme breitet sie aus. Das bisschen Tuch, das sie anhat, behindert diesen Flug keineswegs. Frei sein. Alle unsere großen Gefühle, Liebe, Schmerz, Freiheit, Glück, entstehen vor allem im Kopf. Sie sind nicht wirklich existent. Denn was heißt das schon, frei sein, wenn uns am nächsten Tag die Blattfüße wehtun? Es sind Momente, in denen wir vor allem eins sind mit uns selbst, mit unserer seelischen Befindlichkeit und diese Gespaltenheit unseres Selbst überwinden. Wir sind ja materielle Wesen und seelische Wesen. Und in solchen Momenten finden beide Teile zusammen. Das ist ein Glücksmoment. Und der kann auch frei sein bedeuten. Jedenfalls eine bezaubernde, eine optimierende, wunderschöne Arbeit von Safronow.